Und vielleicht passt es ja auch ganz gut zum folgenden Beitrag. Im schicken Kollwitzviertel, da wohnen ja fast nur Zugereiste. Die sind alle dahin gezogen, weil Prenzlauer Berg so szenig war. Inzwischen sind sie älter geworden und nun ist manch einem Neuprenzlberger die Szene gar nicht mehr so recht. Denn Kneipen und Bars sind natürlich laut, die Nachbarn beschweren sich. Jüngstes Opfer, die Bar zum schmutzigen Hobby. Mit welchem Auto wurde die Queen zur James-Bond-Premiere in London kutschiert? Ja, es ist eine schwere Frage. Quizfragen aus der Welt des Showbiz. Seit 5 Jahren veranstaltet die Transenina Queer wöchentlich ihren sogenannten Glamour-Quiz in ihrer Kneipe im Prenzlauer Berg. Bei solchen und ähnlichen Events ist die Bar übervoll und die Gäste bisweilen auch draußen, wie hier zuletzt beim gemeinsamen Grand Prix schauen Sonnabend-Nacht. Die Bar zum schmutzigen Hobby in der Rieke-Straße trägt sich aber alleine durch das Quiz am Mittwochabend. Nun der Schock. Mit sofortiger Wirkung hat das Ordnungsamt das Glamour-Quiz verboten, weil die Bar dafür keine Konzession hat. Außerdem wurde ein Bußgeld von 3.000 Euro verhängt. All die Sanktionen, die dahinter noch dranhängen, bedeuten definitiv den Untergang des Aus des Glamour-Quizzes und der Bar. Das heißt, ich muss, wenn das Ordnungsamt tatsächlich damit durchkommt, die Bar sofort schließen. Und Punkt. Das ist wieder ein billiger Kalender, der nicht brennt. Bisweilen geht es richtig laut zu beim Quiz. Anwohner in der Rieke-Straße fanden zu laut. Gerade wenn sich die Gästemenge aus der Bar nach draußen verlagert, vor die Tür der Kultkneipe. Einige Anwohner sagen, sie finden in diesen Nächten keinen Schlaf. Das macht irgendwie ja, ärgerlich, hilflos und damit habe ich mich ans Ordnungsamt gewendet. Sie und etwa 20 weitere Anwohner. Erst so ist das Ordnungsamt auf die Kneipe aufmerksam geworden. Das Amt sagt jetzt, dass der Bar die Erlaubnis für diese Art der Kleinkunst fehlt. Die bekommt man unter anderem nur, wenn die Lärmschutzrichtlinien eingehalten werden. Ein Umbau ist zu kostspielig für die Betreiber. Außerdem findet das Quiz ja nur einmal die Woche statt. Mit Auge zudrücken ist glaube ich nicht, weil diese Grenzwertdebatten haben wir ja an vielen Stellen. Dann könnten wir unter Umständen dann noch uns konfrontiert sehen mit Rockkonzerten im Park, die auch bloß einmal die Woche sind. Da muss man an der Stelle noch mal ganz höflich daran erinnern, dass hier Werberecht für alle gilt. Lärmschutzkonflikte bei Clubs und Kneipen wie hier oder im Knarrclub, in der Kalkscheune oder beim SO36 haben sich gehäuft. An der Humboldt-Universität sieht man den Grund darin, dass immer mehr Menschen den öffentlichen Raum in Berlin nach ihren Maßstäben gestalten wollen. Die einen wollen sozusagen ihr Wohnzimmer nach außen, samt Anlage, samt Musik- und Partyrollen. Und die anderen wollen eben ihr Wohnzimmer abschirmen. Heute Abend allerdings findet das Glamour-Quiz doch statt, weil Nina Queer erst einmal Widerspruch bei Gericht eingelegt hat und notfalls durch alle Instanzen gehen will.